Ja, servus beieinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und hochsensitiv und ich lebe seit über 22 Jahren mittlerweile alkohol- und drogenfrei. Und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie im Dialog. Ja, ich habe es ja im letzten Short schon angesprochen. Heutiges Thema ist hochsensible ältere Persönlichkeiten oder Frauen, es geht ja um meine Mama, ne? In Pflegeheimen. Und die erste Empfehlung, die ich ganz klar aussprechen kann, unbedingt das Pflegepersonal informieren über die Person, dass sie hochsensibel ist. Also ich habe das im Biografiebogen schon erwähnt, wobei ich mir jetzt glaube, dass der nie durchgelesen worden ist. Und ich werde jetzt nochmal, ich habe telefoniert, das heißt, ich habe es da schon angesprochen und ich werde es jetzt nochmals ansprechen. Also, rechnet damit, dass es nicht gleich ankommt. Mit Hochsensibilität haben viele einfach noch Schwierigkeiten. Manche halten uns für Spinner. Sprich es immer wieder an. Ja? Dann die zweite Empfehlung ist, bring Beispiele. In welchen Bereichen benötigt deine Mutter oder dein Vater Unterstützung? Ja, wie sieht es aus? Bei meiner Mutter ist es zum Beispiel, sie braucht mehr Zeit am Morgen. Das ist ganz wichtig für sie und das funktioniert natürlich nicht, wenn sie morgens tatsächlich um 8 Uhr gleich raus muss in den gemeinsamen Speisesaal. Dann fehlt ihr die Ruhe und der ganze Tag ist eigentlich mehr oder weniger gelaufen. Also bring Beispiele und guck zusammen mit dem Personal, wie man das eben handeln könnte. Wenn möglich, regelmäßigen Termin vereinbaren und das Wichtigste dann mündlich besprechen. Ja, eine weitere Empfehlung, sprich Empfehlungen aus. Darf ich eine Empfehlung aussprechen, ist einfach besser, als wenn ich sage, ich weiß, was meine Mutter braucht. Ja, natürlich weiß ich's. Wir kennen uns so gut, aber ich glaube an Kompromisse und ich glaube an Kommunikation. Und ja, ein großes Problem sind natürlich die Medikamente und die Ernährung. Bei meiner Mutter ist es so, dass sie jetzt sich anders ernähren muss, mehr oder weniger. Und auch da versuchen wir jetzt gerade, dass wir, was möglich ist, ihr ins Zimmer stellen. Sie hat ihre Schüssler Salze dort. Sie hat ihre Nahrungsergänzungsmittel dort, ihren Leinsamen und alles, was ihr so wichtig ist, steht mit auf dem Tisch. Das heißt, das kann sie dann jederzeit, jetzt Gott sei es getrommelt, wieder selbstständig auch anwenden. Ja, und die letzte Empfehlung für heute, richtet das Zimmer hübsch her. Also ich habe Heiledelsteine mitgebracht, Naturprodukte, helle Farben, Bilder und auch wenn sie es vielleicht nicht immer sieht, manche sehen ja auch ganz schlecht, das höhere Selbst bekommt es mit. Also das empfehle ich dir wirklich unbedingt einzuhalten oder umzusetzen. Heiledelsteine, ja, warmes Licht. Ach, lass dir einfach was einfallen. Farben wie Orange, Grün, Hellblau, also sanfte Farben. Also alles, was natürlich möglich ist. Aber meistens kann man ja dieses Zimmer, das Zimmer im Heim, ja selber herrichten, umgestalten. Ja, und Blumen, wenn möglich. Da ist ja der Fantasie, sind ja da keine Grenzen gesetzt. Ja, ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, alles Gute für dich und deine Angehörigen. Und wir sehen uns in einer Woche wieder.
Und bis dahin wünsche ich dir alles, viel Erfolg. Stopp, ich komme schon wieder durcheinander. Also, bis bald. Pfiatti. Ach ja, wenn du Fragen hast zu diesem Thema, schreib einfach die Frage in den Kommentar unten rein.